Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Podcast Episode Nummer 140. Hi, mein Name ist Joris Jutiaevs und danke, dass du heute wieder dabei bist. In den letzten beiden Episoden haben wir über Einsiedlerkrebse und die in einer Symbiose lebenden Clownfische und ihre Anemonen gesprochen. Heute haben wir den dritten und vorerst letzten Teil einer Meerwasser-Miniserie. Um welches Tier es heute geht, erfährst du nach dem Jingle. Putzergarnelen haben ein sehr interessantes Verhalten und interagieren sogar mit Fischen, die sie fressen könnten. Welche Rolle sie dabei spielen und warum sie nicht gefressen werden, erzählt uns heute Markus Mahl. Hallo Markus. Hi Juri. Markus, welche Rolle spielen Putzergarnelen in einem Meerwasseraquarium und warum werden sie nicht von den Fischen gefressen? Das liegt daran, dass Putzergarnelen Fische oft von kaputten, angegriffenen Hautschuppen befreien, teilweise Ektoparasiten von der Haut ziehen oder auch aus den Kiemen Parasiten ziehen und die Fische davon befreien. Und nachdem sich Fische bewusst sind über die Hilfe, sind sie oft oder werden sie oft von den Fischen verschont als Nahrung. Das gibt es, glaube ich, im Tierreich häufiger, ne? Da gibt es, glaube ich, so kleine Vögelchen, die bei den Krokodilen so ein bisschen Zahnpflege machen, habe ich mal gesehen. Ich kann mich dumm an sowas erinnern, ist aber ehrlich gesagt nicht ganz mein Thema. Ja, ich gucke gerne Tierdokus und da habe ich sowas auch schon mal gesehen. Es ist also nicht einmalig, sondern das gibt es häufiger. Und was fressen Putzergarnelen denn eigentlich? Also wohl nicht nur abgestorbene Hautzellen und Parasiten aus den Mollern von größeren Fischen, oder? Nö, Putzergarnelen sind auch sehr aktiv, wenn Frostfutter, ob Artemia, Mysis oder Grill ins Wasser kommt oder auch Flocken- oder Granulatfutter, ist alles, wo Putzergarnelen sehr, sehr gerne mitfressen und sich auch hauptsächlich im Becken von dem ernähren. Und halten die das Becken auch irgendwie sauber? Also ich komme ja mehr aus der Süßwasserecke, da haben wir Garnelen gerne, damit sie das Aquarium so die ganzen unerwünschten Algen fressen. Wir hatten vorher auch schon mit dir den Einsiedlerkrebs. Machen Putzergarnelen da auch ihren Job? Oder? Das Putzen bezieht sich auf die Reinigungsfunktion der Fische. Das Schöne ist dabei, dass die Putzergarnelen verhältnismäßig standorttreu sind, sich in einem bestimmten Bereich des Beckens aufhalten und die Fische bewusst diesen Standort aufsuchen, dass die Putzergarnelen aufsteigen, die Fische die Kiemen wegspreizen und zum Beispiel die Fische dann, oder die Garnelen besser gesagt, die Fische in den Kiemen reinigen und säubern. Oder auch auf der Haut. Ja, ich meine, also ich habe mich ein bisschen erkundigt im Vorfeld. Ich meine irgendwie sowas sogar über so Putzstationen gelesen zu haben, ne? Also wo die Garnelen wirklich dann warten. Genau, da im Endeffekt fast wie eine Waschanlage fürs Auto, wo die Fische hinfahren und die Garnele aufsteigt und ihren Job macht. Cool. Markus, wie muss das Aquarium für Putzergarnelen eingerichtet sein? Gibt es etwas, worauf man besonders achten muss? Im Endeffekt, wie diese typischen Meerwasserbecken alle eingerichtet sind. Putzergarnelen bewegen sich im Meerwasser viel auf dem Lebengestein oder der Dekoration, je nachdem wie die aufgebaut ist, auch mit Risskeramik oder sonstigen, stellen die gleichen Ansprüche wie Fische an die Wasserwerte und sind auch verhältnismäßig gut zu halten, wo sie manchmal ein bisschen Schwierigkeiten haben, ist bei zu starken Dichte-Schwankungen, sprich wenn das Salzgehalt sehr stark schwankt. Sonst ist bei der Einrichtung eigentlich nicht viel zu berücksichtigen, außer dass man sich vielleicht mit bestimmten Fischen wie Drückerfischen sehr schlecht vergesellschaften kann, weil sie von denen gefressen werden. Das sollte man dann besser nicht machen. Wie groß werden die Putzergarnelen? Putzergarnelen werden so im Schnitt um die 6 bis 8 Zentimeter circa. Und gibt es da eine bestimmte Anzahl an Tieren, die ich im Aquarium pflegen sollte? Am besten auch so eine Faustformel? Wir setzen meistens in die Becken 2 bis 4 Tiere. Und wichtig ist, wenn man die Tiere setzt, dass man keine unterschiedlichen Größen setzt, weil oft die größeren die kleineren dann fressen. Kannibalismus also. Also muss man gleich große Putzergarnelen immer wählen. Ist besser, ja. Gibt in der Regel deutlich weniger Probleme und auch weniger Übergriffe. Wir haben ja gelernt, dass Putzergarnelen eben diesen Pflege- oder Putzdienst bei den Fischen machen. Kann ich auch nur diese Garnelen halten, ohne Fische? Grundsätzlich spricht nichts dagegen. Die Frage ist halt, ob es auf Dauer nicht ein bisschen eintönig und öde wird, weil am Schluss das Spannende, das zu Beobachtende ist ja im Endeffekt das, wenn sie die Fische putzen. Man kann die natürlich über sämtliche Futtersorten ernähren, aber ich glaube, auf Dauer ist es ein bisschen langweilig.
macht eben wenig Sinn, nur die Garnelen zu halten, weil dann eben das interessante Verhalten nicht beobachtet werden kann. Dann stellt sich natürlich die Frage, ob es dann überhaupt Sinn macht. Wenn man die Tiere hübsch findet, dann kann man sie ja trotzdem halten. So habe ich es verstanden, wenn man sie eben ausreichend füttert. Genau. Wenn man es so möchte, kann man sie problemlos auch alleine halten. Markus, können diese Putzergarnelen auch für manche Korallenarten gefährlich werden? Was manchmal schwierig ist, wenn Putzergarnelen Futter aus Korallen ziehen. Das bedeutet, wenn du Korallen hast, die du speziell fütterst, die du mit Plankton oder Kleinstfuttersorten ansprühst, dann kann es sein, dass Putzergarnelen das Futter wieder aus der Koralle holen und ziehen und das dann für die Koralle extrem stressig wird. Das ist zum Beispiel bei großfüllige Steinkorallen, wenn man die mit Artemia oder anderen Frostfuttersorten füttert, ist es für die Koralle extrem stressig, wenn die Garnelen am Schluss das Futter wieder aus den Korallen ziehen. Okay, also im Grunde genommen will die Koralle fressen und die Garnele zieht ihr das Futter aus dem Mund heraus. Genau, die sind ziemlich zutraulich und auch völlig angstfrei, wenn du ins Becken fährst, zum Beispiel klettern die, wenn die eingewöhnt sind, die Arme hoch und alles. Und somit ziehen die auch aus jeden Korallen, wenn es pressiert, das Futter raus. Genau, ich hatte mir hier noch die Frage notiert mit den Putzerstationen im natürlichen Lebensraum. Wie geschieht das in einem Meerwasseraquarium? Gibt es dann, also haben wir eigentlich vorher auch schon gesagt, ne? Die sitzen an einer Stelle und warten, dass dann vielleicht die Fische vorbeikommen. Standorttreue war der Stichpunkt. Genau. Ja, kann ich da meine Hand hinhalten und dann tut mir die Garnele so ein bisschen Maniküre machen? Also Maniküre jetzt vielleicht weniger, aber meine Haut jetzt auch vielleicht irgendwie reinigen von so abgestorbenen Hautschuppen? Es kommt schon vor, dass die dann auf den Arm aufsteigen und daran rumziehen und zupfen. Ja, ist es irgendwie dann schädlich für mich als Mensch? Ist da irgendwie eine Gefahr oder ist es vielleicht nicht so gut für die Tiere? Stichpunkt jetzt vielleicht irgendwie so Hygiene, dass ich mir die Hände vorher jetzt nicht gerade mit Seife und Lotion eincreme oder sowas? Das ist grundsätzlich das Thema. Ich würde meine Hände jetzt nicht unbedingt vorher eincremen und stark mit Seife waschen, wenn ich ins Aquarium fasse, aber es geht weder für die Garnele noch für den Mensch eine Gefahr aus. Also außer man ist extrem kitzelig dann und dreht dann völlig durch. Dann könnte es ein bisschen Problem werden, ja. Markus, letzte Frage. Ist es möglich, Putzergarnelen im Aquarium zu züchten, so wie man das von den Süßwassergarnelen her kennt? Im Garnelenbereich, auch bei Putzergarnelen, gibt es immer mehr Nachzuchten, die leider noch nicht ausreichen, um den Handel vollumfänglich zu bedienen. Aber es werden immer mehr Nachzuchttiere wirklich produziert, ganz gezielt. Gut, Markus, wir haben wieder eine ganze Menge über Putzergarnelen gelernt und damit schließen wir, hab gerade gegen das Mikro gehauen, damit schließen wir unsere kleine Meerwasserserie ab. Hoffen wir mal, dass wir in Zukunft noch mehr aus dem Meerwasseraquarium vorstellen können. Insofern würde ich mich sehr freuen, dich dann hier auch wieder begrüßen zu dürfen. Immer wieder gerne. Das war das Interview mit Markus Mahl zum Thema Putzergarnelen. Damit sind wir am Ende einer kleinen Meerwasserserie und den ersten Bewohnern in einem Meerwasseraquarium. Wenn du mehr über Meerwasseraquarien lernen willst, empfehlen wir dir den Podcast von Markus Mahl. Einfach nach Meerwasseraquarium Podcast bei iTunes suchen oder auf den Link in der Episodenbeschreibung klicken. Außerdem ist das Meerwasseraquarium-Buch, welches Markus selber geschrieben hat, mittlerweile im Handel erschienen. Die Shownotes zu dieser Episode mit allen Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org/Episode 140. Wie hat dir diese kleine Meerwasserserie gefallen? Welche anderen Themen interessieren dich? Schreib es uns in die Kommentare. Als Rezension bei iTunes, als E-Mail an podcast@my-fish.org oder an mich bei Facebook. Ganz egal, welchen Kommunikationskanal du wählst, bitte sag uns deine Meinung. Dein Feedback ist nicht nur Motivation für uns, sondern auch die einzige Möglichkeit, mit dir zu kommunizieren. Jede Woche steckt das MyFish-Team eine Menge Zeit in die Produktion dieser Sendung und es würde uns wirklich, wirklich wahnsinnig freuen, dein Lob oder auch konstruktive Kritik zu erfahren. Und ganz nebenbei, wenn wir wissen, was dir gefällt, können wir mehr davon produzieren, was ja auch wieder besser für dich ist. Klingt fair, oder? Also, schreib uns deine Meinung. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Joris.